Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video zu Ubuntu 14.04 mit dem Titel Die Menüs, wo du so gerne magst. Seit Einführung von Unity in Ubuntu 11.04 und unter Notebooks in Ubuntu 10.10 sind die Menüs oben global verfügbar. In der Leiste der Arbeitsfläche, nicht in den einzelnen Fenstern. Für Tablets und Smartphones ist das sehr nützlich, aber für Desktops nicht. Vor allem nicht, wenn man einen großen LED-Bildschirm hat, dann muss man mit der Maus über den ganzen Bildschirm fahren. Angenommen, ich habe hier unten ein Fenster und muss dann immer ganz hoch zum Menü und wieder ganz runter zum Fenster. Ist immer recht lästig. Seit Ubuntu 14.04 ist man aber selbst in der Lage zu entscheiden, wo die Menüs dann sein sollen. Und zwar kann man das einstellen hier über Systemeinstellungen, Darstellung, Verhalten und dann gibt es hier den Punkt, momentan in der Beta, leider noch auf Englisch, aber das wird später noch auf Deutsch verfügbar sein, zeigen die Menüs für ein Fenster in der Windows-Titelbar oder in der Menübar. Ich zeige euch das mal anhand von LibreOffice Writer. Man sieht, aktuell sind die Menüs hier in der Windows-Titelbar verfügbar. Das hat den Vorteil, man hat keine extra Zeile mehr von Menüs, so wie unter Windows oder unter KDE oder GNOME oder wie auch immer die ganzen Desktops heißen. Sondern man hat wirklich das Menü oben in der Fensterleiste. Man kann aber trotzdem die Fenster noch verschieben. Bevor man ein Menü aufmacht, können die problemlos verschoben werden. Nun kann ich hier umstellen, zeige mir das Menü in der Menübar. Wenn ich dann das Fenster aktiviert habe, ist hier kein Menü mehr vorhanden, sondern es ist wie in früheren Unity-Versionen hier oben global verfügbar. Für kleine PCs oder kleine Displays eine super Lösung, aber für große LED-Displays nicht wirklich so geeignet. Und ich habe es auch lieber in der Windows-Titelbar, dann habe ich hier oben mein Menü und es nimmt keinen Platz weg und es ist super schnell zu erreichen. Finde ich eine tolle Lösung und wirklich toll, jeder kann es so machen, wie er es gerne mag. Okay, danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.